Guten Abend und willkommen bei The Evil Within. Immer noch in Ruviks Haus unterwegs. Ich will da gar nicht mehr zurückgehen. Aber wir müssen auch mal langsam da rauskommen. In der letzten Folge bin ich am Ende qualvoll in dieser Falle gestorben. Und jedes Mal kriege ich die Tür nicht auf, wenn ich wieder neu starte und muss die Steuerung erstmal neu lernen. Ja, das ist bei mir ganz schwierig. So, ich weiß gar nicht, wo ich als nächstes hin wollte. Unten bin ich, glaube ich, soweit fertig, ja. Hier in dem Raum war ich noch nicht. Also ich war da einmal, als ich von Ruvik geflohen bin. Oh, was haben wir denn hier? Das andere Tresorteil. Also das Zahlenrad. Ach, das ist der untere Teil vom Bild. Was wir oben gesehen haben. In der letzten Folge. Ja. Ich weiß allerdings nicht, wer da wer sein soll auf dem Bild. Hier haben wir noch ein Familienbild, was wir auch im Big Mental Hospital haben. Mit dem Ruvik links. Und überall die Augen rausgeritzt. Ruvik mochte seine Familie ganz bestimmt. Sie ist auch schon total entsetzt über sein Verhalten. Ganz viele Bilder. Hier wieder dieser Tresor. Den wir ja auch da unten haben. Hier ist wahrscheinlich wieder nichts drin. Es lohnt sich echt nicht hier was kaputt zu machen. Oh, hier habe ich das grüne Gel da übersehen. Aber hier ist auf jeden Fall nichts. Hier können wir raus. Alles gut. Beziehungsweise das Rad haben wir ja. Und ich weiß doch ganz genau, wer gleich wieder hier auftauchen wird. Oh, hier kommen wir gar nicht rein. Man könnte hinten rumgehen, aber da war ja die Falle. Ich kann es ja nochmal probieren. Oh, jetzt kommt mal was. Hier habe ich so schlechte Fluchtmöglichkeiten vor Ruvik. Da hinten war die Falle. Ich weiß halt nicht, wie die ausgelöst wird. Beziehungsweise, wie ich das Ganze stoppen kann. Ich habe ja das letzte Mal versucht, dieses Seil zu kappen. Aber man hätte vielleicht auch oben drauf schießen können. Ich muss das mal probieren. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder sterben, aber ich muss das jetzt einfach mal ausprobieren. Schwupp. So. Okay. Einfach oben drauf. Das hatte ich gehofft. Das hat geklappt. Jetzt können wir hier auch weitergehen. Wohin auch immer. Das ist immer noch so ein großes Gebiet hier. Oh, scheiße. Und solange ich mich... Diese Räume, wo ich mich noch nicht auskenne, ist ein bisschen ätzend. Nimm den Schlüssel schnell mit. Nimm alles schnell mit. Nichts drin. Hier können wir uns halt wieder verstecken, aber... Ich weiß nicht, ob das geht. Bei Ruvik. Können wir da rein? Ja, ich glaube, wir können da durch. Vorher gucke ich nochmal alles andere hier. Spritze ist voll. Sind auch unsere Leben voll? Nein, sind sie nicht. Dann nehme ich mal eben eine Spritze. Dann nehme ich noch die Spritze und dann haben wir auch alle. Hier könnte ich mich wieder im Schrank verstecken. Aber der Ruvik, der erscheint auch einfach so schnell dann. Aber kann der auch hier unten rein? Sind wir vielleicht hier sicher vor ihm? Als würde da jemand schreiben. Oha. Hier ist auf jeden Fall wieder eine Apparatur. Nochmal? Hauptsache, Ruvik kommt in diesem Raum nicht. Das wäre echt ein bisschen ätzend. 1000 grünes Gel. Damage. Das sieht auch nicht so richtig aus, oder? Der Magen da oben? Hier haben wir auf jeden Fall wieder einen Kopf, mit dem wir rumspielen können. Ach, das sieht doch wunderbar aus, nicht? Gut, den Bolz nehme ich auch noch mit. Und dann würde ich sagen, machen wir es mal wieder ans Werk. So, Freundchen. Probante Nummer 12. Der bewegt sich. 71B, Elektronenplatzierung A2.
Stimulation der Amygdala, Ursprung der Emotionen und Erinnerungen, das Angstzentrum. Nein. Muss ich aber gerade so auf meinen Hals konzentriert, der immer noch hinüber ist, dass ich. Proband fühlt nun wie ich. Doch dieses Gefäß ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Das ist hier noch ekliger als beim letzten Mal, weil wir sehen auch noch die Vorderseite vom Gesicht und der lebt! Irgendwie. Boah, Ruvik ist wirklich so ein... Okay, was haben wir hier? Ich habe nicht zugehört. Hier haben wir auf jeden Fall wieder... So, war eher Aufnahme erneut am Spiel. Muss ich nochmal zuhören. Tut mir leid. Nummer 12. Test 71B. Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amygdala. Ursprung der Emotionen und Erinnerungen. Das Angstzentrum. Nein. Okay, wir sollen bei 4 ins Angstzentrum. Das ist, am Hinterkopf. Man lernt sich richtig viel dazu, nicht wahr? So anfühlt nun wie ich. Doch dieses Gefäß ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Warte, ich mach mal kurz ein Selfie mit dem hier, ne? Das muss ich den anderen zeigen. Ja, das ist ja abartig. Also. So, hier bewegen. Hinten an den Kopf ran. Ich guck nochmal zur Sicherheit. Da unten, da oben. Ja, hier irgendwo stimmt das schon. Und rein die Suppe. War das falsch? Oh, ich hab ihn verletzt. Tut mir leid, Herr Patient. Wir müssen höher? Der muss doch hier irgendwo sein. Der kennt er doch gar nicht so richtig hier. Ist das hier richtig? Ich glaube ja. Und ein Kontrollpunkt. Den gab es hier im Haus noch gar nicht. Lebt der jetzt immer noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das wirklich der krankeste Scheiß, den ich hier irgendwie je gesehen habe. Kannst du wahrlich keinem erzählen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt schon 2. Oh Vater, wenn du nur wüsstest, wie erfüllend dein Gesichtsausdruck ist. Hast du gedacht, dass ich mich in Luft auflöse? Wenn du mich einsperrst? Aus den Augen, aus dem Sinn. Hast du? Das hast du, nicht wahr? Nun, du bist mir nie aus dem Sinn gegangen. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Ruvik hat seine Eltern getötet. Das wissen wir jetzt auch. Dass er die sehr gern hat, das habe ich ja gerade schon festgestellt. So, bleiben die jetzt auch hier? Verbrennen kann ich auf jeden Fall nichts. Und ich habe das Gefühl, er kommt jetzt auch gleich wieder. Ich will nicht hier raus. Wir hätten zumindest einen Checkpoint. Also eigentlich kann jetzt hier gar nicht so viel passieren. So, nur hier waren wir noch nicht. Und halt unten zum Tresor können wir jetzt noch gehen. Ich habe nur 4 Streichhölzer, das lohnt sich nicht. Ein paar Schüsse. Gleich müssen wir das Haus doch hier erkundet haben. Okay, das gefällt mir nicht. Dieser Raum hier. Gefällt mir gar nicht. Hier können wir noch wieder was hören. Das war mir fast klar. Ich wollte auch gerade sogar was zünden. Wobei das vielleicht sogar besser. Munition haben wir mehr als Streichhölzer. Und nicht in den Schrank gehen, sondern das grüne Gel nehmen. 12.000 ist ja schon mal gar nicht schlecht. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Hauptsache, der taucht jetzt nicht direkt vor uns auf gleich, weil er sich ja teleportieren kann. Der ist einfach hinter... Ich wollte heute mal nicht laut schreien, aber wenn er da plötzlich aus der Tür rauskommt... Nein! Das haben die gut gemacht hier. Also ich habe echt Angst.
wie ich da hin und her renne und er taucht immer direkt hinter der Ecke auf. Wo kommst du denn jetzt wieder her? Oh, hätte vielleicht einen Schleichangriff machen sollen. Naja, egal. Passt schon. Ich denke, wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe vor Ruvik. Was? Boah, ey Leute, erschreckt mich doch nicht mal so. Oh nein, wieder so einer, der wohl... Cheater! Schlecht. Die war doch ziemlich offensichtlich wahrscheinlich da, aber ich habe nur auf ihn hier geachtet. So, und eigentlich wollte ich ja gerade Fotos gucken. Erkennt man jetzt nicht so viel. Der ist auf jeden Fall weg. Die Bombe leider auch. Und jetzt müssten wir, glaube ich, alles haben. Jetzt können wir hier noch einmal lauschen. Stimulation der kortikalen Region mit maximaler Frequenz hat sich als wenig wirksam herausgestellt. Die Probanden schreien und schreien, aber sie sterben zu schnell. Individuelle Einstellungen zeigen bessere Ergebnisse. Die einzige Frage ist, auf welche Region ich mich konzentrieren sollte. Angst? Hoffnung? Einwilligung? Vertrauen? Neid? Drei davon sind von zentraler Bedeutung, doch welche öffnet die Tür? Soll ich mir das merken, welche drei waren jetzt von zentraler Bedeutung? Ich weiß nur Angst. Das Einzige, was ich mir merken konnte. Weil es so passt hier. Okay, wir sind wieder hier, ne? Jo. Dann werde ich jetzt auf jeden Fall... Was denn jetzt? Jetzt ach so. Nur noch eins. Jo, und das kriegen wir wahrscheinlich beim Tresor hin. Aber ich speichere jetzt vorher nochmal. Ja, sind immer die gleichen Sequenzen hier. Nicht weiter dramatisch. Guten Tag, Schwester. Was wollen Sie sagen? Grausame Absichten. Nehme ich gerne an. Und sage auf Wiedersehen. Ja, ja. Du mich auch. Hilft mir kein bisschen weiter, die Schwester. Oh, ich hatte einen Schlüssel. Ich hätte, aber egal. Das können wir später noch machen. Ich wollte jetzt wirklich nur speichern. Und jetzt zum Tresor. Finde ich echt cool hier, das Haus. Also, dass man jetzt so ein paar Sachen... Dass wir was über Ruvik erfahren, über seine Familie. Was für ein Psychopath er war. Und wie diese Tresorkopfgeschichte zustande kam. Ja, einfach weil der Tresor hier hinter dem Bild war. Sehr geil. So, den einen haben wir drin, den anderen kann man aber auch schon einsetzen. Mist. Muss ich einen Zahlencode wissen? Ah, kriegt er selber hin, gut. Ich habe mich nicht erschreckt. Ich wusste, irgendwas kommt, aber... habe jetzt eigentlich nicht damit jetzt... Also, keine Ahnung. Oh. Ganz viele Tresorköpfe. Wie auch der Gegner selbst. Der war ja auch mehrere. Und das habe ich mir gedacht. Boah, ich will mir das gar nicht genauer anschauen. Das ist ja echt... Ach du liebe Zeit. So, hier gibt es sonst nichts zu erkunden, nur einen Kopf. Schauen wir uns den mal an. Proband Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4, Stimulation des zingulären Cortex. Zentrum der Hoffnung. Bei Hoffnung muss ich es machen. Und nebenbei herzlich willkommen. Die Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Ich habe immer alles merken sollen, wo jetzt überall die Stellen waren. Das letzte habe ich schon wieder vergessen. Vier hatten wir Angst? Ich glaube ja beim letzten Mal. Und hier Hoffnung. Angst und Hoffnung. Was ich gerade noch sagen wollte, willkommen bei Körperwelten. Ja, hier haben wir
Oh, er lebt auch noch. Hier bin ich. Kuckuck. Kannst du mich sehen? Er ist, glaube ich, nicht so entspannt gerade. Ja, mit einem Auge sieht man schlechter, ne? Weißt du, mit dem zweiten und so siehst du besser. Wir müssen aber auf jeden Fall ins Hoffnungsareal. Das ist so ein bisschen vorne, Mitte, hinten. Hier so, ne? Gucken wir nochmal. So ein bisschen rund da vorne. So, Hoffnung. Müsste hier sein, ne? Das ist hier so ein bisschen schwierig zu sehen. Ich glaube, ja. Ich hau es einfach jetzt voll hier rein. Gut, hätte ich wirklich nicht noch mal speichern müssen. Aber man weiß es ja nie vorher. So. Und Ruvik kommt bestimmt noch ein letztes Mal. Die Klinik hat dieses Jahr nicht die übliche Spende deiner Familie erhalten. Und warum sollten wir spenden? Hat die Klinik irgendetwas von Wert hervorgebracht? Deine Familie hat bisher immer einen großzügigen Beitrag geleistet. Wo sind deine Eltern? Sie sind weg. Wann kommen sie zurück? Gibt es sonst noch was zu besprechen, Doktor? Ich wollte dich darüber informieren, dass die Klinik dir nicht länger Unterstützung und Materialien zur Verfügung stellen kann. Du wirst deine Forschung kaum aufrechterhalten können. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen und mir zu drohen? Ach, hör auf, der kann schießen. Feuer, 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 Feuer. Ja, jetzt ist ja das große Tor wahrscheinlich auf. Da können die herkommen. Ruvik wurden also die Mittel gestrichen für seine bestialischen Forschungen. So, und jetzt würde ich sagen, gehe ich doch nochmal zurück. Hätte ich mir vorhin sparen können, das mache ich jetzt am besten mal. Und dann gebe ich auch den Schlüssel aus und dann skill ich mich nochmal ein bisschen. So, ne, erst Schlüssel, vielleicht haben wir eine grüne Skill. Ja, komm. Einen haben wir, machen wir hier weiter. Zumindest ein bisschen Munition. Die ist wieder voll. Und jetzt mal gucken, was wir noch machen können. Ich wollte, glaube ich, bei den Bolzen mal ein bisschen was machen. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Lebensenergie wären so 10.000, glaube ich, der nächste Schritt. Lebensanzeige, 10.000. Ja, Sprintdauer hätte ich sehr, sehr gerne noch ein bisschen mehr. Aber kostet auch ein bisschen, ne? Nahkampfschaden brauche ich nicht. Spritzenwirkung, yay. Qualenbolzen, Harpunenbolzen. Würde ich gerne auf 240, aber ich bringe ihn auf jeden Fall ein bisschen höher. Und werde ihn häufiger einsetzen. 3.000 mache ich auch noch. Damit das quasi so unsere stärkste Waffe ist. Neben, der Schrotflinte. Aber das wird jetzt leider wieder ein bisschen kosten. Explosivbolzen wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber Harpune ist schon geil. So, Reserve. Braucht man da irgendwo mehr? Ich glaube nicht. Könnten das noch erhöhen, wenn ich auf Bolzen setze in Zukunft? Oder aber... Kritisch, was war hier? Haben wir hier noch ein bisschen?
Feuerrate reduzieren. Ja, komm. Weißt du was? Das kostet so wenig. Mache ich wenigstens den einen Schritt. Vielleicht werden diese 10 Millisekunden mal wichtig sein. Und ansonsten hätten wir noch... Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Aber bei Fitness, da wollte ich noch Sprint ein bisschen erhöhen. Mache ich. Gibt vielleicht wichtigere Sachen als Sprinten. Und man kann es immer wieder pausieren, aber ich renne lieber komplett durch. Und so sehr wie er sprinten kann, ich bin schon zu häufig irgendwo stehen geblieben, wo ich mir gedacht habe, Junge. Sie wurden erwartet. Oh, von dir, Baby. Nein, von dir nicht. Du Stroh wie doof. Ich weiß gar nicht, wie du diesen Job hier bekommen konntest. Achso, ich wollte speichern. Deswegen war ich ja eigentlich hier. Machen wir das auch nochmal. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass Ruvik uns nicht mehr verfolgt. Wir kommen ja jetzt an den Ort, wo wir am Anfang, als wir in das Haus reingegangen sind, den Doktor gesehen haben, zusammen mit Leslie. Der ist einfach da reingegangen und hat uns hier draußen ausgesperrt. Ich bin gespannt. Der Gang sieht auf jeden Fall gemütlich aus. Hinein mit uns. War doch klar, dass das wieder zugeht. Licht aus. Ja, ja, klar. Ach, komm doch, leck mich. Sauberer Schnitt. Gerade durch. Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Die makellose Haut ablösen. Gedanken des Geistes. Wovor hast du Angst, mein Kleiner? Ruvik. Da gehen wir nicht runter. Oh, da unten steht er. Ach, ein Schweinekopf ist das. Da hat er erstmal rumprobiert. Hallo, Lady. Mist. Da gab es jetzt nichts zu holen. Dein Lachen macht mir keine Angst, du Weg. Sieht wieder gut aus hier. Was sind denn diese roten Punkte immer, die wir ja auch bei Endgegnern haben? Ich weiß es nicht. Rote Blutkörperchen. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Ich soll jetzt aber nicht gegen ihn kämpfen oder so. Willst du mich verarschen? Was ist das denn jetzt? Dasselbe mache ich mit dir. Ich weiß nicht, was genau. Muss ich fliehen? Ich glaube, ich muss fliehen. Aber hier ist grünes Gel, das nehme ich natürlich mit. War hier noch was? Ich bin so dämlich, dann einfach weiter zu rennen. Oh, er ist weg. Oder? Nein, da ist er wieder. Ich glaube, ich muss abhauen. Komme ich hier wahrscheinlich nicht durch. Wie soll ich denn gegen rote Blutkörperchen kämpfen? Puh, Spannung, Spannung jetzt hier mit Ruvik. Und mit der geht's in der nächsten Folge weiter. Bis dahin und tschüss.